Hallo Menschen, ich möchte euch heute drei Bücher vorstellen, in denen es immer irgendwie um Frauen oder eine Frau und deren Verbindung mit der Natur geht. Und ich werde das ein bisschen wellenförmig aufbauen. Ich beginne mit einer Empfehlung, dann kommt ein Buch, was ich abgebrochen habe, und dann enden wir nochmal mit einer Empfehlung. Das erste Buch, was ich vorstellen möchte, lautet Fräulein Draußen. Sie ist wohl eine bekannte Wanderbloggerin. Ich kannte sie bisher noch nicht, aber ich lese auch relativ wenig Blogs, weil ich mit YouTube so beschäftigt bin, und fühlte mich aber sofort vom Titel angesprochen. Und ganz kurz gesagt kann man sagen, okay, sie nimmt uns mit auf ihre Wanderungen. Und ich finde, es ist aber eine total gute Mischung, denn sie erzählt uns schon auch ein bisschen was von sich selbst. Also zum Beispiel hat ihr damaliger Freund oder Partner sie vor der einen Reise, also direkt vorher, verlassen. Und natürlich hat das Einfluss so auf ihre Erfahrungen. Aber dann steht immer die Natur im Zentrum oder ihre Erfahrungen eben in der Natur. Und ich mag das genauso, weil ich will natürlich schon auch ein bisschen was von den Leuten erfahren, ne? Das ist ähnlich zu diesen ganzen Natur- und Reisevideos hier auf YouTube, dass man halt irgendwie, also ich will nicht einfach nur jetzt einen Baum abgefilmt haben, sondern ich will schon auch wissen, wie speziell eben deren Verbindung zur Natur ist. Ich will aber auch nicht nur Persönliches. Und ich würde sagen, anfangs in diesem Buch haben wir noch ein bisschen mehr Persönliches, weil sie da auch einfach unsicher ist und eben noch so ein bisschen davon erzählt, wie sie jetzt auch nicht weiß, was sie machen soll. Und dann haben wir immer mehr Natur. Und das ist eigentlich total sympathisch, wie sie auch tatsächlich im Wandern immer besser wird und sich mehr zutraut und wir diesen Weg begleiten können. Und jetzt blinkt mein Akku, obwohl ich vorher extra geguckt habe, ob er aufgeladen ist, und ich wechsle mal ganz kurz. Sie bereist dabei Orte, die, glaube ich, viele von uns nicht sehen werden oder zumindest nicht alle. Also sie ist wirklich, sie ist in Patagonien, in Australien, mehrmals in Asien, in Finnland, also eigentlich überall auf der Welt. Ich weiß, dass es für viele von uns schon sehr, sehr weit weg ist, und ich glaube insofern, also total arm ist sie vermutlich nicht, aber darauf will ich gerade hinaus. Sie erwähnt zumindest auch am Anfang, dass sie sich da eben keine komplette Trekking-Ausrüstung am Stück kaufen konnte, sondern sich zum Beispiel den großen Rucksack ihres Vaters lieh. Und ich finde sowas wichtig zu erwähnen. Ich schaue mich da nämlich aktuell zum Beispiel auch um. Ich würde, je nachdem, was Corona so sagt, irgendwann ganz gerne eben auch mal mit dem Langstreckenwandern anfangen und denke mir halt aktuell so ein bisschen, ja super, bei den Preisen, da kann ich mir eine einzelne Socke leihen. Und ich finde das wichtig, dass sich das so ein bisschen normalisiert, dass man Dinge entweder ausleiht oder eben einfach nicht die perfekte Trekking-Ausrüstung von Anfang an hat, sondern sich das so ein bisschen zusammensucht. Und das muss auch nicht alles irgendwie, es müssen nicht Outdoor-Marken sein, du kannst auch mit einer normalen Leggings los, sowas in der Art. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich ihren Zugang zur Natur auch extrem mag. Ich lese euch mal ein Zitat vor, wo sie gerade in Alaska ist. Hier war ich nun also, allein in meinem Zelt, mitten in Alaska, einem Land, dessen Namen man nur denken musste, um sich wie der letzte Mensch auf Erden zu fühlen. Es war das Land von Bären und Wölfen, von Streifenhörnchen und Dickhornschafen, von Pfeifhasen und Füchsen, von Elchen und Murmeltieren. Und irgendwie war es in diesem Moment auch mein Land. Ein Land, das sich einem nur erschließt, wenn man nicht versucht, von ihm Besitz zu ergreifen. Das einem erst dann gehört, wenn man einfach nur still ist, beobachtet und akzeptiert, dass der Mensch nur ein kleiner Teil von all dem ist. Aber dass er eben auch genau das ist, ein Teil davon und kein abstrakter Gegensatz zur natürlichen Welt. Meine Unsicherheit machte in diesen Momenten Platz für die Faszination, in einer Gegend der Welt unterwegs sein zu dürfen, in der so etwas wie echte Wildnis überhaupt noch existiert, mit allem, was dazugehört. Ein Ort, den man nicht an sich anpassen kann, sondern dem man sich selbst anpassen muss, der sich keinen Regeln unterwirft, sondern die Regeln selbst macht. Und mir kommt das auch nochmal sehr erfrischend vor, im Gegensatz zu Chris McCandless, der ja in die Wildnis dargestellt wird. Und ich finde, also vielleicht haben die im Kern sogar dieselbe Idee, aber es klingt einfach vollkommen anders. Ich mag das extrem, wie sie das quasi aus einer eher zurückgezogenen Perspektive betrachtet. Also ich meine, dass sie da nicht hinkommt und sagt, so, ich bin der Mensch, ich bin jetzt hier, die tolle Natur, die tolle Wildnis, die kann ich erobern, sondern dass sie da quasi eher so in Faszination davor steht. Und ja, neben diesen persönlichen Eindrücken, die sie uns so gibt, wie sie eben mit der Natur zurechtkommt, gibt es auch einfach noch eine ganze Menge Fakten, also entweder über spezielle Tiere oder zum Beispiel wie eine Vulkanlandschaft entstand. Also ganz viel aus der Natur erfahren wir noch so drumherum, und ich finde, das ist eine total schöne Herangehensweise ans Draußensein. Man muss sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen für Natur, für Wandern, für sowas interessieren, ne? Es ist vielleicht nicht das besonderste Buch der Welt, aber ich glaube, wir zwei könnten sehr angenehm nebeneinander herwandern, und das gefiel mir, das eben auch in Buchform so ein bisschen zu erfahren, wie sie durch die Welt, durch die Natur geht.
Falls heute irgendwie ständig der Bildausschnitt springt, es kam gerade noch die Post und ich fange einfach nochmal neu an mit dem zweiten Buch. Das war nämlich Wildnis ist ein weibliches Wort. Und das ist ein bisschen schade, dass ich ausgerechnet für dieses Buch Geld ausgegeben habe, denn die anderen beiden habe ich mir nur ausgeliehen und das hier habe ich mir gekauft, weil ich dachte, es könnte ein neuer Liebling werden, so vom Thema her. Und leider habe ich es dann aber auf Seite 300, also ungefähr nach drei Viertel des Buches, abgebrochen und inzwischen eben auch aussortiert. Das heißt, das hier ist jetzt keine finale Rezension, aber ich werde ironischerweise, glaube ich, über dieses Buch am längsten reden, weil immer, wenn mir ein Buch nicht so gut gefiel, habe ich relativ viel loszuwerden. Also, das Ganze ist ein Roman und es geht ums Reisen, aber vor allem nochmal so die Verbindung zur Natur und zur Wildnis, also jetzt kein Städtereisen oder so. Und das Ganze wird kombiniert mit Überlegungen rund um Geschlechter und die Erwartungen, die die Gesellschaft eben teilweise so ein bisschen in diese Richtung verbreitet. Das ist also bei Männern angesehener ist, wenn die in die Wildnis ziehen. Bei Frauen heißt es irgendwie gefühlt immer, dass sie ihre Kinder dann zurücklassen oder was auch immer. Unsere Protagonistin ist Erin. Sie ist 19 Jahre alt und sie hat einen starken Drang so in Richtung Natur. Und sie wundert sich eben, beziehungsweise es stört sie, dass über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte lang, solche Abenteuergeschichten, diese Reisen in die Wildnis immer nur von Männern und Jungen handeln. Es sind Männer, die zum Beispiel in den Westen ziehen und Frauen sind gefühlt nie Entdeckerinnen. Sie bringt dann in dem Buch auch ganz viele Fakten, also eben zur Natur. Sie erzählt von solchen Aussteigern und von Frauen, deren Name inzwischen in Vergessenheit geraten ist. Zitate über die Wildnis und so weiter, ganz viel. Und das klingt für mich erstmal gut. Theoretisch auch in Verbindung eben mit der jetzigen persönlichen Reise unserer Protagonistin, denn darum geht es so ein bisschen. Erin bricht in Großbritannien auf, über Grönland nach Kanada und will im Endeffekt nach Alaska, um so ihre eigenen Erfahrungen eben in der Wildnis zu machen. Aber der Selbstfindungsaspekt in dem Buch war dann im Endeffekt doch nicht so meins. Die Protagonistin und auch die Autorin, als sie das Buch schrieb, die waren halt beide einfach noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, die Überlegungen wären eventuell so ein bisschen ja, tiefsinniger oder auch so offen gegenüber der Welt gewesen, wenn das Buch zum Beispiel 10 Jahre später geschrieben worden wäre. Also es ist schon sehr, sehr viel, oh, I'm not like the other girls. Also wirklich sowas wie, ich bin anders, weil ich eben nach draußen gehe, gern durch die Gegend stampfe und mein Rucksack ist das Gegengift zur typisch weiblichen Handtasche. Das stand mal in dem Buch drin. Es gibt auch so in meinen Augen sehr kindisches Verhalten, also dass sie zum Beispiel absichtlich kühl tut bei einem Abschied, obwohl sie es eigentlich auffühlt und dass sie ihren Eltern zum Beispiel nicht sagt, dass sie sie sehr vermisst, denn sie ist irgendwie der Meinung, sie müsse das quasi tun, weil es Frauen und Müttern speziell eben früher immer verwehrt war, ihre Familie oder ihre Männer zu verlassen. Und deswegen sagt Erin eben, sie macht das für all die gekränkten Frauen der Geschichte. Und ich muss sagen, das finde ich schon so ein bisschen nervig, denn nein, sie macht das für sich. Und dann muss sie, finde ich, auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das sind ihre Entscheidungen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel jemanden kränkt, weil sie halt so kühl tut, dann ist das ihre Schuld, sind ihre Handlungen. Und sich da jetzt einzureden, ich mache das für all die gekränkten Frauen der Geschichte, also denen ist das vollkommen Schnuppe, die sind tot. Und ich muss immer irgendwie dieses Gegenbeispiel nennen, es tut mir leid, dass ich ständig von diesem Buch rede, wenn es irgendwie um Natur und Frauen geht, aber in Alpensolo verbindet sie diese Wanderung ja auch mit Überlegungen zur eigenen Person und der Gesellschaft und das war weitaus reflektierter. Ne? Das ist kein Roman, okay, aber in diesem Buch, also diese junge Protagonistin, die muss sich halt irgendwie die ganze Zeit beweisen und deswegen will die, glaube ich, ganz besonders feministisch sein oder so. Also das hat sogar mich mit der Zeit aufgeregt. Leider ist in dem Buch auch noch eine sehr zerstückelte Erzählweise vorhanden. Erin dreht nämlich einen Dokumentarfilm auf dieser Reise und manche Szenen im Buch wirken eben sehr, sehr so szenenhaft wie in einem Film. Also es ist wirklich so wie Cut, okay, anderes Thema. Noch ein Cut, anderes Thema. Wieder ein Cut, dann hat man irgendwie einen hingeworfenen Fakt. Noch ein Cut, es gibt etwas aus ihrer Vergangenheit. Cut, wieder ein Zitat von irgendjemandem, der durch die Wildnis zog. Und vielleicht funktioniert sowas in einem Film sogar tatsächlich besser, könnte ich mir vorstellen, weil dann kann man irgendwie schon Landschaft einblenden und noch irgendwie einen anderen Fakt drüberlegen. Aber im Buch ist es ja alles so nacheinander und wirkte dann doch sehr zerstückelt. Ich meine, natürlich hat das irgendwie alles mit Wildnis und Frauen zu tun und es gibt insofern dieses große Überthema, aber ich würde sagen, ein etwas klarerer Erzählfaden hätte dem Buch ganz gut getan. Zumal es in dem Buch auch manchmal eben so Transkripte dieser gefilmten Dokumentarszenen gibt, also quasi wie in einem Drehbuch oder eben ja, einem Transkript zu einer Szene und das funktioniert zum Beispiel für Interviews ganz okay, würde ich sagen, da ergibt es Sinn. Aber in vielen Szenen fand ich das vollkommen
unnötig. Also zum Beispiel findet sie einmal eine Kiste und die Reaktion auf den Inhalt hätte, glaube ich, in Romanform weitaus intensiver rübergebracht werden können als durch so ein Transkript. Also da steht dann dort, okay, ja, Erin öffnet die Kiste, also ganz, ganz hölzern, wie halt solche Transkripte sind. Und ich finde, das gibt der Szene überhaupt nichts hinzu, was man nicht in Romanform sogar hätte besser formulieren können. So, ihr hört schon, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ein Liebling wird es nicht, aber ich dachte mir, ist es trotzdem interessant. Und dann kamen aber immer mehr kurze Meinungen, eben auch von Erin, und ich habe schon das Gefühl, auch von der Autorin, also zumindest gibt es eigentlich nichts, was dem irgendwie dann mal ein Gegengewicht gibt, die meinen erstmal nicht entsprechen. Auch das muss ja noch nicht schlimm sein. Das kann interessant sein, sich damit auseinanderzusetzen. Aber oh mein Gott, das hat mich zunehmend genervt. Wie Chris McCandless, der in die Wildnis beschrieben wird und dann eben in Alaska stirbt, trampt auch sie nach Alaska, weil das so der Inbegriff der Freiheit ist. Und sie kommt dort in der Hütte eines so Halbbekannten, sag ich mal, unter und verbrennt dort zum Beispiel als allererstes gleich mal die mitgebrachte Karte der Region, weil ihr das authentischer vorkommt. Wenn in dieser Stelle an dem Buch noch einmal das Wort authentisch vorgekommen wäre, hätte ich es, glaube ich, in den Müll geworfen. Nee, das ist ein bisschen übertrieben, aber oh mein Gott. Das war dann, das hat sich so dermaßen gehäuft und ich kann diese Gedankengänge nicht nachvollziehen, warum es angeblich authentischer sein soll, die Karte, die sie mitgebracht hat, zu verbrennen. Ganz im Gegenteil, es ist doch irgendwie unaufrichtig, so zu tun, als gäbe es diese Karten heutzutage nicht, ne? Als kämen wir irgendwie aus einer anderen Zeit. Also das ignoriert doch vollkommen die Welt, in der wir eben heutzutage leben, was für mich wiederum eben nicht aufrichtig ist, so zu tun, als sei man irgendwie der Erste, der diese Gegend durchläuft und erkundet. Außerdem ist es eine gewisse Doppelmoral dahinter, würde ich sagen, denn sie hat ja sehr wohl eine ganze Menge Dinge aus der Zivilisation dabei, ne? Sie, zum Beispiel bringt sie Bücher mit, ja, die verbrennt sie später auch, aber aus einem anderen Grund, weil sie halt, die sind alle so von Männern und dann sagt sie irgendwann, nee, das verbrenne ich jetzt, damit will ich nichts zu tun haben. Sie hat aber auch einfach Kleidung dabei, sie hat ein Gewehr, sie hat ein Feuerzeug, ein Funkgerät. Und dann zu sagen, ja, aber die Landkarte, die nehme ich nicht, die ist unauthentisch, ich will mich so durch die Wildnis bewegen, ist nicht meine Definition von Authentizität, dass man nichts aus der Außenwelt mitnehmen darf, aber dann ein paar Ausnahmen eben doch wieder. Das ist für mich ein so tun als ob und damit irgendwie einfach auch sehr prätentiös. Also sie sagt dann zum Beispiel auch immer sowas, ich war mir nicht sicher, ob das ironisch gemeint ist, aber es klang nicht so. Sie sagt, yay, ich bin authentischer als XY, weil ich Feuer ohne Streichhölzer gemacht habe. Und das ist halt, also keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Oder sie tötet dann zum Beispiel auch mal einen Hasen zum Verzehr und sagt, dass sie damit dann Karma-Punkte sammelt, um in England wieder Fleisch kaufen zu dürfen, weil das ja authentischer ist, so einen Hasen selber zu töten. Und dann, also das hat mich vor allem aufgeregt, das ist die Stelle danach im Buch, weil der Hase ist noch nicht sofort gestorben, der liegt da eben noch und stirbt. Und hier steht dann, ich hob seinen warmen, schlaffen Körper hoch, hielt ihn mir vors Gesicht und sah zu, wie das Leben darin erlosch. Ich goss ihm etwas Wasser aus meiner Flasche in den Mund, damit er keinen Durst haben würde. Mein Schluchzen ließ mich erbeben und ich versuchte, sein Leid zu teilen. Und auch wenn ich sicher bin, dass er weitaus mehr litt als ich, fühlte es sich weniger unaufrichtig an, ihn meine Tränen sehen zu lassen. Da wird sich der Hase aber freuen. Das ist ja super, dass du so vor ihm geweint hast. Das hat ihm die letzten Momente bestimmt ganz leicht gemacht. Ja, und dann kam eine Stelle in dem Buch, wo sich das so häufte und eben auch immer mit diesem Begriff Authentizität, dass ich wirklich nichts mehr aus diesem Buch irgendwie herausnehmen konnte für mich. Sie findet dann nämlich in dieser Hütte das Tagebuch eines Mannes, der sich umgebracht hat, weil er die Natur so liebt und nicht mit ansehen konnte, wie sie kaputt gemacht wird, so könnte man es vielleicht sagen. Und da steht dann im Buch Folgendes. Er glaubte so fest an etwas, dass es ihn zugrunde richtete und er liebte es so sehr, dass er es aufgeben musste. Vielleicht, um nicht mit ansehen zu müssen, wie es dahin schwand. Der Selbstmord eines Liebenden, bevor die Leidenschaft erlischt, ein Tod in Unschuld statt in Würdelosigkeit und ein perfekt einbalsamierter schöner Leichnam. Er war in die Wildnis gekommen, um seine Freiheit einzufordern und erkannte dann, dass die einzige Möglichkeit, aufrichtig zu sein, darin bestand, auf sie zu verzichten. Er hat sein Leben ein Ende gesetzt, um für unsere Sünden zu büßen, wie Jesus. Und dann im nächsten Absatz noch, eine traurige Schönheit schwingt darin mit, wie ein violetter Bluterguss, der aus dem Nichts auftaucht und den du wieder loswerden willst, aber dann auch wieder nicht, weil dir gefällt, dass sein Anblick dich traurig macht und dass du dich lebendiger fühlst, wenn du ihn anfasst und den Schmerz spürst.
Nein, einfach nur nein. Dieser Typ, der sich umbringt, das ist seine Entscheidung. Er büßt für nichts. Er büßt nicht für unsere Sünden. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Der Natur ist das egal. Und dann dieses Romantisierende mit dem Bluterguss, das ist, also, sorry, das, das hätte ich mit 16 so geschrieben ungefähr. Und ich finde, da gehört einfach noch ein bisschen mehr Reflexion in unserer Welt dazu. Und 2 Seiten später habe ich das Buch dann eben abgebrochen, weil sie dann noch weiter so von seinem Opfer spricht, was dieser Typ, der sich da eben umgebracht hat, gebracht hat. War einfach nicht meins. Insgesamt muss man auch sagen, die Aussagen in diesem Buch, die sind schon sehr, sehr, sehr direkt. Also jeder Mann, den sie trifft, der ist halt, der ist auch wirklich, in dem Buch sind alle Männer doof. Es sind nur solche, die entweder sowas zu ihr sagen wie, du verstehst Jack London nicht, weil du ein Mädchen bist, oder die ihr halt irgendwie an die Wäsche wollen. Und versteht mich nicht falsch, ich bezweifle absolut nicht, dass es die gibt. Ich kenne solche Männer, aber in einem Roman könnte man das vielleicht doch etwas differenzierter darstellen. Und ja, insgesamt kommt mir dieses ganze Buch so vor, wie ein Mädel aus gutem Hause glaubt, sie sei die beste Feministin der Welt, weil sie in den Wald geht. Und das war einfach nicht so meins. So, und da will ich das Video aber noch ein bisschen positiv enden lassen, nämlich mit Wo die wilden Frauen wohnen. Das ist eine deutsche Autorin, die aber schon unzählige Male in Island war, die auch schon ein Buch über Island geschrieben hat. Und hier in diesem berichtet sie einfach von verschiedenen isländischen Frauen, die alle irgendwie eine Verbindung mit der Natur haben. Und im Vorwort zitiert sie auch eine ihrer isländischen Freundinnen, die ihr sowas in der Art sagt wie, du, pass aber auf, dass das kein Buch wird, was Island irgendwie nur verherrlicht. Wir haben hier genug Probleme. Ich würde sagen, so ganz kann sich die Autorin dieser Verherrlichung nicht entziehen. Also es kommt schon immer mal wieder so ein bisschen eine positive Verallgemeinerung durch, also wo sie halt sagt, ach ja, die Isländer, die machen alle das und das ganz, ganz toll. Also zum Beispiel lese ich euch mal eine ganz kurze Stelle vor. Es kommt zu ihrer Entschiedenheit noch etwas, das vollkommen isländisch ist. Die Menschen schieben aber auch gar nichts auf die lange Bank. Das bedeutet, dass sie das, was sie anpacken, immer sofort erledigen. Und ich glaube einfach nicht, dass jeder Isländer, jede Isländerin so ist. Und solche Stellen gibt es schon mehrmals im Buch. Aber man muss sagen, die Frauen, die sie eben vorstellt, sind auch so interessant und vielseitig, dass mich das jetzt auch nicht weiter störte. Man muss vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles als perfekt ansieht, aber die Frauen sprechen eben auch über Probleme, die sie hatten oder die Entwicklung, die Island so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Und diese Frauen, die führen wirklich aber auch so interessante Leben. Ne? Also eine ist zum Beispiel Musikerin, eine andere ist Schlafforscherin, eine ist Seefrau, eine hat was mit Pferden zu tun. Und zum Beispiel die eine, die ist Brauerin und die Geschichte finde ich auch irgendwie total cool. Die hat vorher was komplett anderes gemacht und dann ruft die einfach den isländischen Botschafter in Prag an, weil sie weiß, dass die Tschechen gutes Bier machen. Und der organisiert dann dort einfach mal Treffen mit Brauereien. Und so hat sich das alles entwickelt. Ich glaube, sie hat dann sogar einen Brauer aus der Tschechei erstmal mitgenommen. Der lebt da zwar inzwischen nicht mehr, aber das finde ich so cool, wie sich das einfach ergeben hat. Also da sich einfach mal beim Botschafter zu melden und zu sagen, hier, hallo, ich würde gerne eine Brauerei aufmachen, hilf mir. Super Sache irgendwie. Ihr merkt auch schon, vielleicht alle haben jetzt nicht direkt in der Natur mit ihrem Beruf zu tun. Also zum Beispiel ist halt auch eine Museumsdirektorin dabei. Aber auf alle Leben hatte die Natur irgendwie einen Einfluss. Also alle haben einen besonderen Ort, der sie prägte. Und neben den biografischen Details erfährt man auch einfach total viel über Tiere und die Landschaft dort. Also eine Sache, die sich mir extrem eingeprägt hat, ist der Fakt, dass in Island jetzt zum ersten Mal öffentlich eben ein Gletscher beerdigt wurde, also so zu Grabe getragen wurde. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, da quasi so ein großes Ereignis draus zu machen, einfach um die Aufmerksamkeit nochmal zu steigern. Und dann wurden dann noch ein paar Fakten genannt, nämlich, dass es in 20 Jahren vermutlich in Island keinen einzigen Gletscher mehr geben wird. Und höchstwahrscheinlich in 200 auf der ganzen Welt. Und das, also ich mache mir grundsätzlich Sorgen um die Natur. Aber das ist mal wieder einer dieser Fakten, die Dinge nochmal irgendwie krass in Relation setzen. Also das hätte ich nicht gewusst. In 20 Jahren gibt es keine Gletscher mehr auf Island? Das ist ja, also ich keine Ahnung, findet ihr das auch genauso erschütternd wie ich? Ich saß wirklich davor, wie das kann doch jetzt nicht sein. Und ja, muss sagen, insgesamt hat mir dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Einfach durch die Vielseitigkeit. Ich meine, klar, man muss irgendwie schon ein Interesse, also entweder für Island haben oder so ein bisschen für dieses Leben mit oder rund um die Natur, das muss schon gegeben sein, aber für all diejenigen würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Wie gesagt, vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass die Autorin eventuell doch etwas zu sehr lobt, aber ich muss zugeben, ich habe auch so eine gewisse Island-Begeisterung in meinem Hinterkopf. Also war da zwar noch nie, aber ja, so eine Faszination gärt da auf jeden Fall in mir. So, das waren drei Bücher, die sich mit Frauen und der Natur beschäftigen. Zwei Empfehlungen. Eins, was ich euch nicht unbedingt nahelegen würde. Wir können uns gerne noch mal ein bisschen über die Bücher austauschen oder falls ihr noch andere Empfehlungen für mich habt. Ich bin da immer offen. Also es müssen eigentlich auch nicht nur Frauen und Natur sein. Ich bin zurzeit immer noch sehr, sehr Natur- und Reisebegeistert und dieses Jahr konnte ich das dann nicht so erfüllen oder wie sagt man, also nicht so diesen Drang nicht so befriedigen, wie ich das ganz gerne gehabt hätte. Aber 2020 ist ein komisches Jahr, ich kann es nur mal wieder wiederholen. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.